als den Handmörser. So, ist das jetzt der Handmörser? Ja, das ist der Handmörser. Den kannst du mal wegpacken. Und dann komm, dann kriegst du mal die azurblaue Klinge als Nebenhandwaffe. Oder wir machen es mal ganz übertrieben. Ja, übertreiben wir es ein bisschen. Doppelte Mörserpower. Das ist jetzt mal eine Nahkampf-Schusswaffen-Kombo, die böse ist. So, hier ist ein Lagerhaus. Vor dem Lagerhaus stehen sogar Leute. Ja, in das Lagerhaus gucke ich jetzt erstmal rein. Erstmal rede ich mit denen hier. Ein breitschultriger Mann mit einem lang gezackten Narbe auf der Stirn streitet sich vor dem Langhaus. Ach, das ist ein Langhaus mit einer Frau. Er wirft die Hände hoch, setzt zum Brüllen an, doch die Frau fällt ihm ins Wort. Ich werde nicht zum Langhaus zurückkehren, Veto, niemals. Und ich werde auch kein Wort mehr darüber verlieren. Sie stemmt die Hände energisch gegen die Hüften und streckt trotzig ihr Kinn vor. But what are you so stubborn? The Rauhtaians do us a great favor and you spit in their faces. Warum bist du denn bloß so stur? Die Rauhtaianer tun uns einen großen Gefallen und du spuckst ihnen ins Gesicht. Veto stellt sein Schimpfen sofort ein, als er merkt, dass du zuhörst. What do you need? Was brauchst du? Fortgeh, ich gehe da mal besser. Gibt's hier ein Problem? Not at all. My sister and I are just having a small disagreement. Nein, gar nicht, überhaupt nichts. Nein, gar nichts, überhaupt nichts. Meine Schwester und ich, wir haben nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Veto reibt sich den Nacken und schaut verlegen beiseite. It is because you speak like this that I yell at you in the first place. You're beginning to sound like those Rauhtaian outlanders and it shames me to say so. Ich habe dich doch überhaupt erst angebrüllt, weil du so mit mir redest. Du klingst immer mehr wie diese rautanischen Fremden und es beschämt mich, das sagen zu müssen. Was hast du denn für ein Problem mit den Rautaianern? Ignore her. She has an urchin up her ass about her cousins from the north and can't be persuaded. I should know. I've tried. Ignoriere sie einfach. Sie hat einfach eine Macke wegen unseres Cousins im Norden und lässt sich überhaupt nicht überzeugen. Ich muss es wissen. Ich habe es schließlich versucht. Er wirft Tipa einen verärgerten Blick zu und verdreht die Augen. Is it so unreasonable to want to protect my culture, our culture, from our greedy neighbors? Ist es denn etwa so unvernünftig, dass ich meine Kultur, unsere Kultur, vor unseren gierigen Nachbarn schützen möchte? Sie spuckt auf den Boden zwischen euch und knirscht mit den Zähnen. They arrive in ships laden with goods they believe will please us and think that gives them the right to build their walls on our land. Then they act surprised when we don't all fall at their feet with cries of gratitude. Sie kommen hierher in ihren Schiffen, beladen mit Gütern, von denen sie vermuten, dass sie uns gefallen. Und dann glauben sie, das gibt ihnen das Recht, ihre Welle auf unserem Land zu bauen. Anschließend tun sie völlig erstaunt, wenn wir ihnen nicht voller Dankbarkeit zu Füßen fallen. Sie hat nicht ganz Unrecht. Das klingt ganz so, als ob die Rautaianer dir einen Gefallen täten. Mit den Achsenzungen fortgehen. Sie hat nicht ganz Unrecht. Kehrer, ermutige sie bloß nicht. Das muss ich mir noch mehr davon anhören. We are no strangers to the menaces of the Deadfire. Pirates, Colonials, Negatis children. We have bested all of them before. Die Bedrohungen des Todesfeuers sind uns nicht fremd. Piraten, Kolonialen, Negatis Kinder, wir haben sie alle schon einmal besiegt. Tekeo! We don't need them or their walls to keep us safe. And we surely don't need their longhouse. Wir brauchen sie oder ihre Welle nicht, um uns zu schützen, um uns sicher zu fühlen. Und ganz sicher brauchen wir auch ihr Langhaus nicht. Veto, warum unterstützt du die Rauhtaianer? Was hat das alles mit dem Langhaus zu tun? Another of the Rauhtaians' tricks. When our huts were destroyed in the storms, they did not rebuild them like they were as we requested. They built this longhouse instead. Tipa schnaubt um mich. Pa, das ist nur ein weiterer Trick der Rauhtaianer. Als unsere Hütten von den Stürmen zerstört worden sind, haben sie sie nicht einfach wieder aufgebaut, wie sie einmal waren, so wie wir es auch verlangt haben, sondern stattdessen haben sie dieses Langhaus gebaut. Are you not one people? They said. Why do you live divided, each cast apart from the others? They believe they know what's best for us, but how we live is not their business.
Seid ihr denn nicht ein Volk, haben sie gesagt. Warum lebt ihr dann gespalten? Jede Kaste von der anderen getrennt. Ja, das Kastensystem ist überholt, finde ich, ganz ehrlich. Weil wenn man in der untersten Kaste lebt, hat man irgendwie keine Chance rauszukommen. Würde es keine Kasten geben, haben wenigstens die Unterschichtler gerade noch so die Chance, wenigstens in die Mittelschicht zu kommen. Sie glauben genau zu wissen, was für uns am besten ist, aber es geht sie nichts an, wie wir leben. The Fleetmaster says we are weak because we don't work as one. She doesn't see that it's our differences that make the Huana strong. She doesn't want to see it, lest it put the lie to their enterprise here. Die Flottenmeisterin behauptet, wir seien schwach, weil wir nicht als Einheit arbeiten. Sie sieht nicht, dass es gerade unsere Unterschiede sind, die Huana stark machen. Sie will es nicht sehen, weil es ein schlechtes Licht auf ihre Unternehmungen hier werfen würde. Nein, so ein Kastensystem macht normalerweise niemanden stark. Es macht eher viel Probleme. Die Huana und die Rautaner sind beide am Mauna. Warum sollten sie sich also nicht miteinander verbünden? Then we cease to be Huana as surely as if they conquered us. Unter wessen Banner? Das von Rautai? Dann werden wir genauso aufhören, Huana zu sein, wie wenn sie uns besiegt oder erobert hätten. We have the land and resources Rautai needs, and they have the military might we lack. We share a common ancestor. Why not create a common culture? Together we would be strong. Wir besitzen das Land und die Ressourcen, die Rautai braucht, und dafür verfügen sie über das Militär, das uns fehlt. Wir haben gemeinsame Vorfahren. Warum sollen wir da nicht eine gemeinsame Kultur schaffen? Gemeinsam werden wir stark. Wenn du das wirklich glaubst, bist du ein noch größerer da, als ich gedacht habe. Peter, warum unterstützt du die Rautarianer? Wir sind keine Fremdländer in quick succession. Aber unser Harvest of Kawiki Fruit wurde zerstört. Die Stürme sind uns nicht fremd, aber im letzten Jahr gab es viele mächtige Stürme nacheinander und unsere Ernte an Kawiki-Früchten wurde zerstört. Punkt für die Rautarianer. Die Beuteanteile wurden rationiert, eine Hungersnot drohte, und dann haben die Rautaianer Schiffe ausgesendet. Eine Nahrung nach der anderen an Lebensmittel ist eingetroffen. Es war genug, um uns die Zeit bis zur nächsten Ernte überstehen zu lassen. Sie hätten uns auf einfach verhungern lassen können, doch das taten sie nicht. Ja, hätten sie können, da hätten sie die Insel einfach so übernehmen können oder mit einem leichten Kampf. Es war nur ein Ploy, um uns auf sie zu machen, Akira. We took their food and helping hands, and now we sleep in their buildings and watch the sea from their walls. Das war nichts als ein Trick, um uns von ihnen abhängig zu machen, Ikira. Wir haben die Lebensmittel genommen, die sie uns gegeben haben. Wir haben die angebotene Hilfe in Anspruch genommen. Und jetzt schlafen wir in Gebäuden, die sie gebaut haben, und beobachten das Meer von ihren Wellen aus. Ja, erwartest du, dass sie das alles aus Bildtätigkeit tun, ohne eine Gegenleistung zu verlangen? In so einer Welt heißt es, wer essen will, muss arbeiten. Ja. Die Rautaner wissen einfach, was wirklich wichtig ist. Die Rautaner sollen ihren eigenen Weg finden. Ihr steckt alle viel zu tief in der Sache drin. Dann leave, Akira. Unless you wish to drown with us both. Dann verschwinde, Akira. Es sei denn, du willst mit uns beiden zusammen ertrinken. Tipas Gesicht zeigt einen höhnischen Ausdruck. Sie verschränkt die Arme vor der Brust. Mit zusammengebissenen Zähnen schaut sie beiseite. Ich sage, wenn du nichts Konstruktives zu add und don't intend to help. Then take my sister's advice and go. We have cynics aplenty. We will live without one more. Aha. Ich muss dir eines sagen, wenn du nichts Konstruktives beizutragen hast und nicht helfen willst, solltest du den Rat meiner Schwester befolgen und verschwinden. Es gibt hier auch ohne dich schon mehr als genug Zyniker. Da können wir auf einen weiteren Grund verzichten. Veto drückt mit einem Stirnrunzeln Tipas Schulter. Sie zuckt zusammen und beobachtet ihn aus den Augenwinkeln heraus. Schüttelt seine Hand jedoch nicht ab. Nachdem die Rautarianer gekommen sind, gibt es hier viel. Aha. Was ist mit dir? Ich hasse es, wenn Tipa und Veto streiten. Ja, Huana Langhaus. Wie sieht's da drin überhaupt aus? Das Problem ist, ich konnte keinen von den beiden wirklich unterstützen. Kann ein Gartip all den Lärm meiner Gebete überhaupt hören? Oparo-Kleidung, hey. Over, then under,
then twist. Good. Kira, it looks so easy when you do it. Hey, noch mehr Reiswein. Oh ja, ich sollte mal den Reiswein, den ich jetzt habe. Hier hinpacken. Das sollte jetzt meine Moral schön oben halten. Und hiervon wollte ich auch 100. Zum Essen. So, jetzt sind wir wieder gut ausgerüstet, was Essen und Wasser angeht. Gletscher Isee. Könnte noch die Silberflossen hier, also 100 Stück, reinpacken, weil ich schon so viele habe. So, dass es auch etwas mehr Fisch gibt. Hätte ich noch mehr Wasser, was ich gerade nicht so sehe. Ja, ich habe gestanden im Fleisch. Ne, ich sehe gerade kein Wasser. Hm. Nehmen wir aber hier mal das Obst. Ein bisschen weg. Obst. Dann machen wir das so. Nehme ich hier 12 Wasser. Pack's mal da runter, so. Ach ja, der leckere Schiffszwieback. Den habe ich verkauft, gell? Ja, habe ich. Ah, ich könnte noch Bier ausschenken. Da ich so viel davon habe, aber... Ja, doch. Machen wir das so. Vom Rumsdodder zweige ich auch mal 12 ab. Stell das mal vor das Wasser. So sieht das gut aus. So, noch einen Reis da hoch und jetzt sehen unsere Vorräte mal ein bisschen sauber aus. Wie geht's dir eigentlich? Sehe ich gerade gar nicht. Oder bist du schon wieder gesund? Was wäre es jetzt wirklich, wenn du schon wieder gesund bist? Ah ja, Alt Ingrim bleibt erstmal dort. Habe ich noch irgendeinen Ersatzkanonier? Nö, leider nicht. Na, so schlimm sieht jetzt das Langhaus auch nicht aus. Also, ja, es ist ein Gemeindeschlafbereich hier. Beziehungsweise hier oben hat jemand ein Einzelbett. Was ist mit euch beiden hier? Eine Quaro mittleren Alters, sie fragt ihre Augenbraue, ist näher, kommt sie ihnen hin, hält sie zu viele geflochtene Seile, um dich anständig zu begrüßen. Neben ihr steht ein älterer Oroparo, der ungeschickt sein eigenes Seilbündel festhält. Also Oroparo war die niedere Klasse und Quaro war die mittlere Klasse. Oh, hello. Come to watch me tie rugs, have you? Oh, hallo, willst du mir beim Teppichknüpfen zusehen? Esaru hier bringt mir das Flechten bei. Er deutet mit seinem Kinn auf die Frau neben ihn. Sein Mundwinkel zucken, als wolle er ein Lächeln verkneifen. Was sagst du, Reisender? Ist es nicht ungewöhnlich für Quaro und Rupao, die gleiche Arbeit zu machen? It is as you say, but I have always admired the beautiful rugs Esaru makes. Er zuckt mit den Schultern. Es ist wie du sagst, aber ich habe schon immer die wunderschönen Teppiche von Esaru bewundert. And Nedunga can fix anything. Is it not reasonable we should learn from each other? Und Nedunga kann alles reparieren. Ist es nicht vernünftig, voneinander zu lernen? Endlich mal jemand mit Weitblick. Auch wenn Osaru beim Reden lächelt, sind ihre Worte eher defensiv, als ob sie ihr ungewöhnliches Arrangement schon oft erklären musste. Akira, especially if we must suffer Waturi together. Ikera, besonders wenn wir gemeinsam Waturi ertragen müssen.
Ein schlussendloses Grinsen breitet sich in seinem im Gesicht des alten Mannes aus und er stupst Osaru freundlich mit dem Ellbogen an. Just so. So ist es. Osaru schlägt mit einem Lächeln seinen Arm weg. Dann kehren ihre Gedanken zu Watarui zurück und sie macht ein Gesicht, als hätte sie eine unreife Kulki-Frucht gebissen. Ist es nicht aufreibend, wenn alle Kasten in einem Gebäude wohnen? Es ist nicht so schlimm, ausgenommen die Nächte, in denen Watarui den Palmwein frönt. Dekira. But that man does snore loud enough to call down the rains. Ekera, aber dieser Mann schnarcht so laut, dass sogar der Himmel weint. Sie schnaubt und Nidunga neben ihr unterdrückt ein Schmunzeln. There is hardly any space to tie my rugs, to be certain. And I haven't had a moment to myself in weeks. Freilich, es ist kaum genug Platz, um meine Teppiche zu knüpfen, und ich hatte schon seit Wochen keinen Augenblick mehr für mich alleine. But there are also new friends to be made.